Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Hier oben ist ein Geheimschatz. Doch, das war noch nicht der letzte, der sich hier befindet. Denn wir sind hier jetzt im... Oh Gott, wie heißt denn dieses Ort nochmal? Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Stein und Gebirgen und Borstos Bergpass, genau. Auf jeden Fall machen wir heute in der Story weiter. Hier ist übrigens der andere Block, hab beide mal neben nachgeschaut. Candace-Bonbon, das ist, glaube ich, irgendwann ein neues Item. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, das schon mal gelesen zu haben hier. Wo ist denn das? Da. Fügt sämtlichen Gegnern Schaden zu. Hm. Okay. Ja, manche Items findet man auch nur in der Liste, wenn man dann im Kampf ist. Also auf der Overworld kann ich hier zum Beispiel diese Items dann nicht finden. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ist auf jeden Fall so. Na gut. So, wir haben letztens Bowser gesehen. Das heißt, wenn wir ihn nochmal finden sollten, sollten wir hinterher. Warum sind die eingesperrt? Ah, die können auch wieder rausspringen. Okay. Monsterfibel-Registrar. 3 Froschgroschen pro Eintrag. Hallo? Ist da jemand? Oh. Hier verzeichne ich für Sie nachträglich nicht gelesene Monstergedanken in der Monsterfibel. Es kostet 3 Froschgroschen pro Eintrag. Als besondere Gratisleistung für Neukunden trage ich die Gedanken von Monstern für Sie ein, denen Sie vor Ihrem Zusammentreffen mit Herrn Merlow begegnet sind. Oh, danke. Einfach so? Das ist ja nett. Cool, dann merken wir uns einfach für diesen Ort. Hier können wir nämlich, falls wir irgendwas verpasst haben im Spiel, alles nachholen. Sehr, sehr geil. Hier steht übrigens, welchen Gruppenbonus wir hier haben. Und später werden wir auch noch die anderen beiden Slots vollfüllen. Ihr wisst sowieso schon, wer es ist, aber ich sag's trotzdem nicht. So. Wo wollte ich jetzt nachschauen? Genau, hier in der Monsterfibel wollte ich jetzt mal nachschauen. Was uns zum Beispiel noch fehlt. Ja, gut, Paracooper stimmt. Cheep Cheeps. Oh, echt? Cheep Cheeps habe ich nicht? Bellum? Oh, Bellum muss ich auch noch. Brumser. Okay, ich weiß gar nicht, wer Brumser ist. Und ansonsten... Was, Kroko in der Maulwurfmine? Das ist nochmal ein anderer Encounter, ehrlich? Okay, die Mini- und Maxi-Bob-Bombs, ja, okay. Stimmt, habe ich nicht gemacht. Ah, ansonsten fehlen mir halt nur 2 Enemies. Oha. Okay, ich hoffe, die kann ich hier nachfüllen, sonst habe ich ein Problem. Aber scheinbar geht das sogar. So, gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Das heißt, die fehlen mir auch noch in der Monster-Miebel. Wer ist denn Rübnas? Donnister und Rübnas. Okay, interessant. Wow. Was zum... Der ist gruselig, Mann. Mit dem kann man nicht rumalbern. So viel ist sicher. Sag mal was über den Rübnas. Der nimmt mich ein bisschen an diesen Undertale-Gegner. Kinder, nicht meckern. Gemüse ist gesund. Ja, aber wirklich. Der hat mich total an den. Ah, Schicksalsklang. Nerviger Attacke, aber es geht schlimmer. Bam, bam, bam. Da fällt der Tod um. Also als Kind hätte ich Angst vor dem gehabt, auf jeden Fall. Der sah schon gruselig aus. Ey, du da. Komm her. Ich brauch die noch in meiner... Ich glaube, die Artischock hat die schon, oder? Ich greife die auf jeden Fall jetzt erstmal an. Ich meine schon, dass ich die schon hatte. So, Gedankenleser auf den Donnister, egal welchen, mir egal. Oh, der Typ hat sowas von Angst vor mir. Der Sound. Geil. Oh nein. Oh wow. Das ist ziemlich stark, Kumpel. Hör auch mit deinen starken Angriffen. Komm, Merlo. Oh nein. Das reicht nicht. Oh, wow. Wow. Oh no. Oh Gott, der Kampf wird ein bisschen schwieriger. Toad. Ich brauch dich. Oh, das greift alle an, ne? Sternstoß, genau. Yeah. Bam. So, und der letzten. Aua. Den macht Mellow down. Good job, Mellow. Ein Level plus für den guten alten Gino. Gino, Boost erlernt. Erhöht die Angriffskraft. Drücke kurz vor Ende A für höhere Abwehrkraft. Okay. Cool. Ja, also. Buffen wir direkt mal. Ja, was buffen wir denn mal? Buffen wir mal Magie. Hatte ich sowieso schon auf meinem Auge. Magie zu buffen. So, ich heile euch mal eben. Pilze. Sind sowieso sehr billig zu kaufen.
Außerdem kann man die auch relativ oft mal finden. Und scheinbar war es das mit dem Bergpass. Das war ein sehr kurzer Bereich. Aber zumindest kommen wir jetzt zu Borstos Turm. Danach gab es ein Schloss, habe ich gesehen. Bowser! Schon eine tolle Festung, die Borsto hier hat. Ach, wie gern wäre ich jetzt in meiner Festung. Das waren noch Zeiten. Pies schrille Schreckensschreie. Mario, der hier sinnlos zu Hilfe wuselt. Ich vermisse es. Mario! Ausgerechnet jetzt! Gut bleiben, Bowser. Durchatmen. Besser am Tür. Bloß nichts anmerken lassen. Guten Tag, Erzfeind! Alles eure Palästie! Blödsinn! Nicht so, Panzerschädel! An der Art Hornfall! Selbstvertrauen! Inbrunst! Kerl! Was wagst du es, mich zu stören? Wäre Peach nun in meiner Festung und würde auf Rettung warten, sie würde sich die Augen ausheulen! Was? Wer ist dieser Borsten? Warum hat er so einen riesigen Turm? Oh, sie ist hier drin! Nanu! Habe ich da gerade Stimmen von unten gehört? Das wird doch wohl nicht... Du liebe Zeit, Mario! Es ist wirklich... Yay, Mario! Hörst du mich? Hier oben! Ich höre dich, Peach! Unverkennbar, diese Stimme! Das ist Peach! Ich dachte, ihr sei längst die Flucht gelungen. Dabei sitzt sie hier noch immer fest. Tja, dann geht's wohl erstmal zurück zu meiner Festung. Aus dem Weg, Kurzer! Hä? Okay, ciao. Welcome. Kann ich rein? Hallo? Sie ist verschlossen. Ist was los? Geht die Tür einfach nicht auf? Nee, irgendwie nicht. Bowser, was hast du vor? Keine gute Idee. Oh, es klappt sogar. Good job. Tja, auf einmal gar nicht mehr so fest in deine Festung, wie? Hä? Sekunde mal. Eigentlich könnte man nun glatt rein in den Turm, oder? Und ihr da hinter mir, ich weiß, was ihr denkt. Also, er wollte einfach nur dagegen hauen und hat nicht gemerkt, dass er die Tür kaputt gemacht hat? Okay. So mächtig, so gut aussehend, so einen großen, starken Kerl hätten wir gerne als Begleiter. Denkt ihr doch richtig? Na gut, ich werde es wohl noch bereuen, aber... Ich lasse euch Zwergvolk hiermit offiziell Bowsers Schergen beitreten. Könnt mir später dafür danken, auch du, Mario. Okay, Mario und seine Freunde sind nun Bowsers Schergen beigetreten? Bildet Bowser sich zumindest ein. Bowser ist nun dein schlagkräftiger Gefährte, wow! Ja, so gucke ich auch gerade wie der Typ im Fenster. Möchtest du erfahren, wie du die Mitschreiter in deinem Kampfteam auswechselst? Ja, hau mal raus. Wundervoll! Ab hier ist eine tapfere Gruppe zu viert unterwegs. Allerdings ist im Kampf weiterhin nur Platz für drei Helden. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Aber das ist schnell gelöst. Wähle bitte Aufstellung aus. Siehst du diese Dreiergruppe? Das sind die Helden, die in Kämpfen antreten. Wer hier drüben erscheint, kämpft nicht mit. Das ist eine Reserve sozusagen. Die können ein bisschen chillen. Oh, ich sollte eigentlich schon Level 8 sein, okay. Jemand ins Kampfteam einzuwechseln ist kinderleicht. Wählt einfach die Quarten aus, die die Plätze tauschen sollen. Das war's schon. Ach so, Mario kann aber nicht ausgewechselt werden. Er kämpft immer mit, weil er ist der Main Character. Wenn viele Aktionsbefehle in Folge perfekt gelingen, erhältst du einen sogenannten Gruppenbonus. Der stärkt dein ganzes Team. Was genau der Bonus wirkt, hängt davon ab, wer von deinen Gefährten am Teil teilnimmt. Und auch nur, solange diese Gefährten im Kampf aktiv sind. Probier einfach verschiedene Kampfteams aus und schau, was passiert. Ja, dann tun wir auf jeden Fall mal direkt Bowser in unser Team, ne? Mallow kann sich mal ein bisschen in die Reserve gehen. Und ja. Ja, Mario kann man gar nicht auswählen hier. Okay. Damit haben wir fast alle Teammitglieder. Einer fehlt noch, aber ich sag auch nicht mehr. So. Okay. Bin gespannt, was Bowser so drauf hat. Ja, da können wir es nicht sogar sehen, wenn wir hier auf Ausrüstung gehen. Genau, Ausrüstung hier. Bowser. Nee, er hat gar nichts. Okay, noch nicht. Aber ich finde das Icon hier voll cool von Bowser. Sieht cool aus. Okay, rein da! Ein schwarzer Sniffet. Hier sind ganz viele schwarze Sniffets. Hey, du da!
Schönen guten Tag, die Herrschaften. Sie besuchen erstmal das Bodenstrom. Leider sind wir terminlich ausgelastet. Einbruchsversuche ausgenommen. Oh. Stimmt, wir sind eingebrochen. Da war ja was. Oh nein! Ich kann Mello gar nicht raustun, weil dann fehlen mir die Einträge. Ah, egal, die kann man sich auch später noch kaufen. Was soll's? Was soll's? Och nee, der arme Bowser. Bam! Komm, Bowser! Was kannst du? Ah, zweimal aufschlagen, so, okay. Bam! Bam, bam, bam! Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice gelöst, dass man einfach die Einträge, die man mit Merlo bekommen würde, auch einfach kaufen kann mit Froschgroschen. Ich glaube, dafür spare ich mir die auch auf, die Froschgroschen. Und nice! Merlo kriegt auch XP. Sehr, sehr gut. Da hatte ich gerade die Befürchtung, dass er es nicht bekommen würde, aber kriegt er. Oh. Pupox. Ein Pupox? Was macht der denn? Ich kann nicht mal angreifen. Ah, doch. Doch, jetzt kann ich angreifen. Okay, ich habe das Gefühl, dass der oben an so Fäden hängt, aber man sieht die Fäden dann einfach nicht. Deshalb sieht es einfach super seltsam aus. Da fehlt einfach was. Aua. Aua. Oh Gott. Okay. Furchteinflößer. Ja, gegeht dann einen gehörigen Schrecken ein. Okay, mach mal. Achso, im Kreis drehen. Ah, im Kreis drehen muss ich. Mit dem Buhu. Der hat so einen riesigen Big Boo bei sich. Bam. Tot. Und du ebenfalls. Noch nicht. Oh. Aua. Das tut weh, Mann. Hast du Probleme oder was? Yeah. Bowser's Po ist auch geil. So, Mario kriegt ein Level Plus. Oh yeah. Komm, Bowser, tanz. Yay. Yeah, auch Bowser tanzt mit. Level 8 hab ich nur. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen Kraft. Komm, wir nehmen Kraft. Und der Arme, er sucht seinen Freund. Oh nein. Ich lasse ihn in Ruhe. Der hat Angst. Und wenn hier. Borsto der Erste. Borsto der Zweite. Borsto der Dritte. Ja? Borsto der Vierte. Borsto der Fünfte. Und Borsto, der Sechste. Da rennt er lang. Okay, also oben geht's weiter. Was ist denn dann unten? Eine Falle? Okay. Hä? Ich glaube, da brauchen wir irgendwie ein schwereres. Womit wir dann die Bombe beschleunigen können. Oder verschleudern können. Oder was auch immer. Aber noch geht das nicht. Ey! Hier ist ein Secret in diesem Raum. Wo denn? Oh Gott, da kommen so viele Sniffles angelatscht. Das ist... Ah! Ey, die kommen ja unendlich. Oha. Und da bin ich geflohen. Wozu die Eile, Leute? Mein Name ist Borsto. Dies hier ist mein berühmter, berüchtigter Turm. Voller Spaß, Spiel und Vergnügen. Normalerweise spiele ich und meine Snister ja persönlich mit meinen Besuchern. Doch wie der Zufall es will, fiel kürzlich ein schönes Mädchen vom Himmel geradewegs in meinem Schoß übertragen gesprochen. Und seitdem hat unser Eins natürlich alle Hände voll damit zu tun, sie zu unterhalten und vergnügt zu stimmen. Bin das nur ich oder erinnert ihr euch auch irgendwie an Wario? Doch kein Spiel mit mir, bedauere. Vergnügt euch auf eigene Faust, ja? Und auf eigene Gefahr. Okay. Ich bleib erstmal noch ein bisschen hier. Ja, ich wusste, es saß ein Groschen. Ich habe ihn. Oh, Blumenkapsel gefunden. Das war random. Nehme ich mit. Danke. Pinke Bob-Oms? Wieso seid ihr pink? Rob-Oms. Okay. Interessant. Aber uns kannst du nichts. Bam. Kaputt. Sind wir jetzt eigentlich alle Level... Nein, Merlo nicht. Der gute alte Merlo nicht. Die Physik hier. Unity.
Hey, da war einer. Aber ich geh erstmal hier lang. Denn hier ist ein Block. An den ich nicht rankommen kann. Es geht nicht. Ah. Oh, verstehe. Ah. Ja, jetzt verstehe ich das Ganze. Ich muss nur jetzt wieder den ganzen Weg dahin latschen und es dann nochmal versuchen. Wo war das hier? Hier, dann nach oben. Aber nicht an den Rob-Oms vorbei. Flucht! Wir müssen fliehen, ich will nicht kämpfen. Nicht! Nein! Ich sagte nicht kämpfen! Egal, dann kämpfen wir jetzt halt. Der macht doch sowieso nix. Siehst du? Fahr mich bei Bowser! Ja, viele sagen ja, Bowser's Inside Story wäre das erste Spiel, wo man als Bowser spielt. Gar nicht wahr. Wow! Klopfer gefunden. Ich glaube, er hat mich gefunden. Mama mia. Na gut. Dann nehmen wir jetzt den Klopfer. Verarbeitet Monster zu Brei. Mehr Damage. Okidoki. Haben jetzt wieder einen Hammer zum Kämpfen. Statt die Handschuhe. Also, Handschuhe sind, finde ich, okay zum Kämpfen. Hammer finde ich auf jeden Fall viel besser. Ich weiß aber nicht, ob ich den Hammer insgesamt besser finde als, ja, als den Koopa-Panzer. Na, die drei Sachen gab es ja für Mario. Handschuh, Hammer und Koopa-Panzer, oder? Oder gab es auch irgendwas anderes? Hab ich auf jeden Fall vergessen, wenn ja. So, kein Bock zu kämpfen. Kein Bock zu kämpfen, danke. Einfach nur betteln und sagen, man will nicht, dann geht das schon. Blöpp. Du hörst lauten Lärm von draußen in Borsters Berg, was ist irgendwas geschehen? Oh, dann müssen wir wieder zurückgehen. Aber nicht sofort. Bleiben wir noch ein bisschen hier. Was ist denn hier hinten? Oh. Oh! Super Mario! Oh, oh. Oh, die Zeit rennt aus. Ah. Wow. Was ein Blast to the Past. Da habe ich nicht recht. Ja, lustiges kleines, nettes Easter Egg. Einfach dran vorbeispringen. Ah! Denkst du? Oh, gegen den will ich kämpfen. Das schießt so Bullet Bills. Eine Kanone, eine sehr starke Kanone widersteht. Okay. Ich kann egal wen buffen damit. Aha. Das ist interessant. Okay. Ja. Bam! Ah, ich habe das Timing komplett versaut. Auch nur ein Damage gemacht. Oh Mann. Okay, ich will den Furchteinflößer nochmal machen. Schnell im Kreis drehen, genau. Oh, es macht sogar Damage. Nice. Oh. Aua. Tritt mir noch nicht ins Bein. Hast du Probleme oder was? Dachte ich mir schon. Okay, Kumpel. Feuerball? Supersprung? Machen wir mal den Feuerball. Ich kann mir vorstellen, dass das effektiv sein könnte. Also anfällig. Nee, aber macht trotzdem gut Damage. Immerhin. Bam, bam. Au. Das ist sehr gut, dass er schnell schießt. Kann man schnell kontern direkt. Dann vielleicht der Supersprung? Bam. Ja, der ist gut, aber ich habe ihn leider verkackt. Ups, passiert. Aua. So nicht, Freundchen. So. Ah, wieder verkackt. Was? Achso, ich habe aus Versehen Abwehr gedrückt. Oh, jetzt ist Gino down. Ich kann ihn auswechseln? Bleibt mal so. Aber es ist cool, dass man auswechseln kann. Das freut mich. Bam, bam. Ja, sorry, ich habe den Hammer wieder verlernt. Aber jetzt habe ich es langsam wieder. Okay, warte, ich glaube, ich muss wirklich einfach... Ja, machen wir einen normalen Sprung. Zack, tot. Okay, und einen Frosch-Grosch auch noch dazu bekommen. Zusammen mit einem Level Plus endlich sind wir alle Level 8. Kumpel, du kommst echt spät an. Dass du es weißt. Dass du das weißt. Okay. Little Gino braucht den KP-Regen. Ding, ding. Boah, das ist hier böse gemacht. Ganz viele Bomben. Ich weiß, es gab noch einen anderen Weg, wo ich nicht lang gegangen bin. Ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich sogar eben einen Cut mache und zurückrenne.
Machen wir es aber gleich. Oder? Machen wir es einfach gleich. Hier ist eine Tür. Ohne Schlüssel scheint er keinen Weg hineinzuführen. Betrachte die Gemälde von Borstus Ahnen in der richtigen Reihenfolge. Vom Ältesten zum Jüngsten. Oh. Als ob ich das noch weiß. Kugelorn? Das ist ein neuer Gegner. Was kann der denn so? Bam. Ach, ich kann den Hammer nicht mehr. Ich habe ihn verlernt. Oh, Mann. Bam, bam. Kill den Sniffet. Super doll gemacht. Okay, das war falsch. Ja, als ob ich das noch weiß. Also, da muss ich nochmal für zurückrennen. Tut mir leid. Da muss ich nochmal zurückrennen für. Wo geht das hier denn lang, ey? Immer weiter nach oben. Oh. Hi. Ich darf nicht rausspringen. Bisschen seltsam, aber gut. Okay, scheinbar können wir immer wieder von oben nach hier runter springen und dann macht der. Oder er macht direkt. Auch gut. Hab ich auch nichts gegen. Wir kommen ein paar Sniffels von oben angeregnet, wie ich sehe. Oh. Hab's gefunden. Hab's gefunden. Bisschen aufpassen. War das ein Gang? Ist kein Gang? Ah, ein Froschgroschen. Nett versteckt. Okay. Oh. Das ist eine Falle, oder? Ja, eine Falle. Mit stärkeren Hotheads. Blaue Hotheads. Blaues Feuer. Scheint wohl stärker zu sein. Bam, bam. Schön. Verteidigung haben die aber zum Glück keine. Chance auf doppelte Erfahrung. Verdoppelt oder alles verlieren. Willst du es wagen? Ja, klar. Warum nicht? In welchem Yoshi? Ich meine, verstehe ich Yoshi. In der Mitte. Hier? Hey! Pat, Niete, Yoshi! Ich hab gewonnen! Hey! Das kam random, aber danke, Yoshi. Sehr nett von dir. Oh. Hi. Dann mach ich die Kämpfe ja gerne, also. Ich klinge. Sah gerade aus, als würden wir eine Rave-Party starten, Mann. Was soll das denn hier werden? Komm nochmal, Yoshi. Ah, schade. Kommt wohl random oder so. Weiß ich nicht genau. Mann, wie viele von euch noch? Langsam reicht's aber auch. Findet ihr nicht? Bam, bam. 200. Geil. So, jetzt gebt mir die Münzen. Lass mich in Ruhe. Och, Mann. Ich finde das Gebiet nervig. Wenn ich ehrlich sein darf. Boah, der Attack ist so stark. Verschwinde! Setz das nie wieder ein. Verstanden? Bonk, bonk. Ich baue mir meine Trio-Technik auf noch. Ja, verdoppeln. Okay, Mitte ist Yoshi. Immer noch Mitte. Yoshi! Super. So, und dafür kriegen wir auch direkt ein Level Plus für Bowser. Ja, das ist alles für mich tanzen. Ja, ja, Kraft, denn ich bin so krasser Bursche. Das ist ein Schlüssel. Verdammt. Den Schlüssel sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Wäre nicht schlecht. So, hier einfach abwarten bei der Dacke. So, immer abwarten, genau. Zack, tot. Bonk, bonk. Tot. Easy. Und dann nochmal ein Yoshi-Spiel. Das war zumindest ganz lustig. Ach man, wir haben einen Zimmerschlüssel bekommen. Ich weiß noch nicht, für welchen Zimmer. Für welches Zimmer, aber irgendeins auf jeden Fall. Bling. Bams. Dankeschön. Du hast Glück. Ja, im Wühler hätte ich das auch gerne. Ja. Mittels Yoshi. Boah, rechts? Nein. Ah, ich dachte mir rechts oder links. Ah, schade. Gar nichts bekommen. Naja, kann auch mal passieren. Ist ja nicht schlimm. Und hier können wir jetzt rein. Aber da links ist noch ein Gang. Ich glaube, ich will doch lieber hier lang gehen. Oh. Flinkschuhe erhalten. Von Mario oder was? Ah ja. Erhöhen Flinkheit um 10.
Ah, die können aber auch alle tragen. Jeder kann die tragen. Mhm. Ja, für alle wäre das halt geil, ne? Für jeden Einzelnen. Ich würde es aber erstmal Bowser geben. Ja. Damit er mal was hat. Jo. Das Ganze für die Flinkschüchen. So, und die Kettmunde, die sind im Weg. Genauso wie die anderen Gegner hier. Sternschuppen. Sternschnuppenschuss, so rum. Lass Sternschnuppen auf Feinde regnen und stärke deine Gefährten. Auf alle? Scheinbar auf alle. Okay. Bowser wirft die beiden nach oben. Mario wirft Gino nach oben und Gino packt seine Sternenschussattacke raus. Von oben trifft es nämlich alle. Ja, nice. Macht weniger Damage als andere Special Attacks, aber macht dafür rundum Damage, also auf alle. Das ist zumindest ganz nice. Oh yeah, du hast Glück. Ja, komm, doppelte Erfahrung. Mitte. Let's go. Okay, kann ich hier vorbei, bitte? Ja. Okay. Chu-chu-chu. Bahnfahren ist das Größte. Hä? Was denn? Ihr schon wieder? Wie weit ihr es geschafft habt? Ihr habt's echt drauf, leider. Wo ihr aber schon mal hier seid, könntet ihr mir vielleicht eine kleine Frage beantworten? Meine liebste zukünftige brüllt andauernd: Mario, hilf mir! Mario, hilf mir! Sind das womöglich Freudenschreie? Hey, Sekunde mal, ob Mario vielleicht ein anderer Kerl ist? Was eigentlich, wenn du dieser Mario bist, von dem sie die ganze Zeit redet? Versuchst du etwa, mir die Braut zu stehlen? Na warte, wie schmeckt dir das, du Dieb? Eine Bombe. Mario, renn doch weg! Explodieren! Ich versteck mich! Ist ja gar nichts. Oh. Ich bin der nächste Borsten. Wollt ihr auch mal in die Luft gehen? Muss ich gegen die kämpfen? Ich mach's auf jeden Fall mal. Warum nicht? Bams. Oh, Bowser ist jetzt schneller als Mario. Das heißt, wir gehen das von rechts nach links jetzt. Cool. Gruseltänzchen. Och man. Muss das sein? Okay. Zumindest ist der eine schon mal down. Der eine Robbomb. Der andere jetzt auch. Good job, my friends. Das hat irgendwie... Oh, doch. Man muss einmal besiegen. Er hat das nicht gebracht. Und Bomben habe ich auch keine mehr. Dann mal Choo-Choo-Chow. Leute, das gleiche würde ich einmal auch sagen, ne? Ich bleib jetzt der nächste Borsten. Bis zur nächsten Folge.